erstmal so weit bin, werden die Leute sagen, ich sei das schlimmste Ungeheuer unserer Zeit. Die wissen ja gar nicht, was noch alles kommt. Aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Wir sind in London, 1886. Das viktorianische Zeitalter, das britische Empire auf dem Gipfel seiner Macht. Die Städte atmen im Rhythmus der Maschine. Ja, ja nun sag schon. Ich wollte mich bei dir bedanken, dass du mir die Welt erklärst und so. Jetzt machst du mich aber wirklich verlegen. Du bist einer der wenigen Menschen, die... Du sagst, was heiß ist und was kalt. Das ist doch eine Selbstverständlichkeit. Du weißt, wer ist und wie alt. Sicher. Du kennst den Weg aus der Dunkelheit. Ich habe selten Freunde. Ich war stets allein. Ich hab oft Angst vor mir. Du bist mir wie mein Vater. Ich bin mir selber frei. Ich bin voll Dankbarkeit. Du sagst, was heiß ist und was kalt. Ich bin mir selber ein Rätsel. Du weißt, wer ist und wie alt. Ein ewiges Rätsel. Den Weg aus der Dunkelheit. Bin den Menschen ein Rätsel. Ich war stets allein und werd es bleiben. Du bist mir wie Alexander. Ich bin voll da. Ich muss heute nicht mehr raus. Ich schon, später. Hausbesuche. Kann man so sagen. Was sollen wir sagen von einem Mann, akademisch gebildet, ein Kind der Oberschicht. Was sollen wir sagen von einem Mann, so treu zur Königin und redlich hassend die Deutsche. Machen mit einem Mann, dem es nicht mehr reicht, an Leichen zu schneiden. Schüttelt du von einem Mann, bekannt in Lohnclubs, der hasst die blauen Jungs. Was sollen wir fühlen, wie deutlich soll ich noch werden? Alles stand ihm offen, er konnte nicht widerstehen. Könntest du nicht zu ertragen? Könntest du zu findet. Ja, und deshalb hat er auch den Beruf des Leibarztes erkannt. Herr Gott, Kind hat ganz leicht zurückgeblieben, wenn er so Tasse, schlechte Erdmangel hat, falsche Kohlenstoffreiche Mangelernährung, Vitamin D-Mangel, zu wenig Sonnenlicht, und verschiedene Hangel, Pangel, sonst was Mangel, Hangel mit Zweck. Ist mir auch diese Geschlechtskrankheit aufs Herz geschlagen.